Ja, Tag. Ich bin der Dalibor, ich heiße euch willkommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen mache ich noch mal einen Bild und wackel da rein. Ja, Science Slam, cool. Ich war noch nie auf einem. Ich bin gespannt, wie das so ist bei der Konkurrenz. Ne? Und deswegen wollte ich auch mal was präsentieren. Ich habe nämlich auch was erfunden und möchte das gerne präsentieren. Und ist eigentlich ein Text. Ich habe ihn auch schon mal hier gemacht, aber passt so schön. Deswegen hat auch einen komischen Titel. Ist aber ein Zitat. Ich sage aber nicht von wem. My mother was Ngampe Pukane. My father is Absoluk. This mixture was not respected. Eins. Ich hatte mal einen Kumpel. Es war ein in die Jahre gekommener, hartgesottener Indianer besonderer Art, denn er war Skandinavier. Aus dem hohen Norden, ein kleiner Ort, so winzig, dass Skandinavianzeige von deinem Mobiltelefon niemals worten, so viel wäre schon mal klar. Er sagte, er sei obdachlos, aber ob das bloß bezogen war auf die Freiheit, die er fühlte, wenn er Helikopter flog, wusste ich nie. Jedenfalls hatte er keinen Personalausweis und wenn er Somalausweis nicht was für Gründen einen brauchte, dann war es ein so laut Anschrift klar gefälschter, denn da stand Straße der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft 1a. Nur von mir kann diese Vorstellung Kraft meines Amtes als Erfinder kommen, denn dieser Indianer befand sich vollkommen in meiner Vorstellungskraft. Ich war jung und brauchte die Welt nicht, denn meine Weltsicht, die wälzt sich in Hügeln, sie wälzt sich und prügelt seit Kindesbeinen die Realität, genauso wie Gaza und Israelern die tägliche Kehle sich springen, dass man in die komische Lage gerät, zwei rhetorische Fragen gemäß seiner Kenntnisse zu stellen. Vielleicht werfen Palästinenser mit Steinen auf Paläste immenser Verzweiflung, damit das jüdische Volk genügend Nachschub bekommt, um seine Toten zu ehren. 2. Warum ausgerechnet immer dieser ausgestreckte Finger? Nun, ich verzichte auf Zettel etc. auf der Bühne und aus purem Kalkül und keiner Lust mehr, mir meine Texte zu merken, erfand ich mir kurzerhand dies hier, und zwar Vinyl aus purer Luft. Sauerstoffmoleküle lauern oft so willkürlich in der Gegend herum, man kann sie aber orten und dann ordnen und dann recorden mit der eigenen Stimme und was im eigentlichen Sinne die Diamantennadel beim Plattenspieler ist hier anhand des Nagels abkopiert. Die Aufnahme wird über den Arm hinübergetragen und über den Atem in Sprache gewandelt und kundgegeben. Somit könnte man sagen, ist mein Mund das Beben einer Lautsprechermembran. 3. Das Gute an Texten auf Luftvinyl ist, man kann sie scratchen. Oder das Gute an Texten auf Luftvinyl, das Gute an Texten auf Luftvinyl, das Gute an Texten auf Luftvinyl ist, man kann einsetzen nach Lust und Laune oder man macht eine Kunstpause oder man spielt sie rückwärts herum, man begibt sich sozusagen in das Revier, wer's Revier. Das Revier der Magie oder anders gesagt aus purem Glauben wird reine Materie, was meine Martyrien leider nicht minderte, denn was zu Beginn noch ein in die Jahre gekommener, hartgesottener Indianer war, wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer und gemeiner, zuletzt was eine ganze Baptistengemeinde aus dem Bistum Bad Homburg, man könnte sagen, ich litt unter Christenverfolgung. Wie sich das äußerte, das erläutere ich aus meiner Sicht am besten mit einem Gedicht. 4. Ich sehe, die Sonne hat den Frost entsorgt, hinter mir der Gospelchor geht. Ich wünsche Blüten für die Knospen dort, hinter mir der Gospelchor geht. Ich höre einen Vogel singen, einen Trostakkord, hinter mir der Gospelchor geht. Ich summe mit ihm ohne Floskelwort, hinter mir der Gospelchor geht. Auf einmal habe ich Lust auf Preiselbeeren,
und hinter mir springen sie in die Luft und sie stimmen mein ins gemeinsame Singen. Preiset den Herrn. Ich sehe eine Frau, die in den Rewe rennt. Hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Sie bewegt sich wie ein Rebehemd. Hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Beim Obstregal steht sie daneben, Ann. Hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Ich frag sie, ob sie diese Beere kennt. Hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Sie stellt sich vor, ich sage, hallo, Julia. Und hinter mir springen sie in die Luft und sie stimmen ein ins gemeinsame Singen. Halleluja. 5. Mit Julia wurde dann alles ruhiger. Dann begann auch mein Studium und schwuppdiwumm war kein Platz mehr für meinen Schwachsinn. Ich war jetzt erwachsen. Keine Gespenster, Chimären, Dünkel, von denen ich denke, sie wären ein Kumpel. Aber ein bisschen vermisse ich die Zeit schon, weil ich fand, dass sie Atem ist, den man zum Leben brauchte. Jetzt bin ich Fantasie-Atheist, der einmal glaubte. Viel Spaß heute Abend.